Du sollst also einen Rattenmann darstellen. Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Was machen Sie denn da? Der hält doch so gar nicht. Stimmt. Der Plan braucht noch ein wenig Feinschliff. Ich bin sofort zurück. Und wehe, du verkriechst dich in der Kanalisation. Sei nicht so hart zu ihm. Er ist ein guter Junge. Ist er nicht. Du magst ihn nur, weil er dein bester Kunde ist. Eigentlich lässt er immer alles anschreiben. Apropos, wie läuft dein Laden? Palim, palim. Störe ich zufällig? Nein, das hat Methode. Samt Handschuhe, Rufus. Ich will kein offenes Feuer im Laden. Keine Sorge, Bernard. Ich bin vordingsig. Vorsichtig? Nein, das hieß anders. Bernard hat endlich eine neue Lieferung bekommen. Warum hat er mir nur nicht Bescheid gesagt? Ah, ein gut funktionierender Hahn. Rufus? Könntest du bitte aufhören, Brandbeschleuniger in das Fundament meines Feuerwerkladens laufen zu lassen? Ich lagere hochexplosive Stoffe da unten. Wenn's sein muss. Niemand soll mir nachsagen, ich sei obstinat. Ach, wenn ich doch nur die Zeit zurückdrehen könnte. Das heißt, Moment mal, das kann ich ja. Rufus 1, Schicksal 0. Du, Toni? Meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Ich meine, das ist ja nun wirklich nicht das Schlimmste, was ich jemals angestellt habe. Das Problem ist auch nicht so sehr, was du diesmal gemacht hast, sondern, dass du es immer wieder tust. Du lernst einfach nie dazu. Und offensichtlich färbt es langsam auf mich ab. Auch ich mache immer wieder denselben Fehler. Zu denken, dass Latzhosen vorteilhaft für deine Figur sind. Oh, dir zu verzeihen. Ach so, oh. Tatsache ist, unsere Beziehung dreht sich im Kreis. Du drehst dich im Kreis. Ich hab dich mal für originell gehalten. Für jemanden, der einfach anders ist. Aber ab irgendeinem Punkt ist selbst das ständige Kaputtmachen von Dingen, die eigentlich funktionieren, auch einfach nur noch ein Ding, das, naja, das irgendwie funktioniert. Ich war das nicht. Ach, wirklich? Genauso wenig, wie du meine Zahnpasta durch Schuhcreme ausgetauscht hast? Ach, das ist also Zahnpasta. Oder die Torte für die Schwinowitz-Hochzeit durch eine Bauschaumattrappe? Genau, so wenig. Und die Bärenfalle im Kühlschrank? War das auch jemand anderes? Nee, das war ich. Einer hier musste doch was gegen den mysteriösen Tortentauscher unternehmen. Und deine Theorie war, dass ein Bär nachts an unseren Kühlschrank geht. Und dass er dein Tagebuch an Wenzel verkauft hat, genau. Und an den Gläsern ist er bestimmt auch schuld, oder wie? Nein, nein, das war ja wirklich nicht ich. Sondern? Tuck sollte aufpassen. Du lässt einen Säufer auf meinen wertvollsten Besitz aufpassen? Ja, ich meine, er kennt sich doch mit Gläsern aus, oder? Das ist alles McChronicles Schuld. Wer zum Gröll ist McChronicle? Ach, so ein Heini mit einer Zeitmaschine. Beneidenswert. Kannst du ihn bitten, die Zeit zurückzudrehen, damit ich mir diese dünne Lügengeschichte nicht anhören muss? Es war ein rosa Elefant. Oh, ich weiß nicht, was mich mehr enttäuscht. Dass du die Gläser kaputt gemacht hast? Oder dass du dir nicht einmal mehr Mühe mit deinen Ausreden gibst? Den rosa Elefanten gibt es wirklich. Rufus? Ich sehe, du bemühst dich um Versöhnung. Aber diese Elefantengeschichte würde ich trotzdem für mich behalten. Du machst es nur schlimmer. Das mag für Laien so aussehen. In Wahrheit nehme ich Anlauf. Die Gesellschaft ist schuld. Woran? Dass meine Gläser kaputt gegangen sind? Ach, darum geht's hier. Ich dachte, wir reden über die niedrige Aufmerksamkeitsspanne bei Jugendlichen.
Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Bitte? Was? Du hast richtig gehört. Wer kommt denn bitte schön auf die Idee, Kristallgläser als Pyramide mitten auf der Straße aufzubauen? Jetzt lenk nicht ab, Freundchen. Das ist genauso wenig eine Entschuldigung wie, warum heißt es dann Flammkuchen? Oder was bauen Sie die Grundschule auch direkt neben einem Laden für Gartenwerkzeug? Schuldzuweisungen werden unser Problem jedenfalls nicht lösen. Etwas, das Sie mit dir gemein haben. So toll waren die Gläser nun auch wieder nicht. Du holst sie doch so gut wie niemals raus. Und ein bisschen trübe haben sie auch schon ausgesehen. Dasselbe lässt sich auch über deine Augäpfel sagen. Wenn ich die auch zerschmettern darf, rede einfach weiter. Heißt das, du kommst nicht mit nach Elysium? Das wäre ich doch ohnehin nicht. Seit wir zusammen sind, ist die Erfolgsquote deiner hirnrissigen Pläne die einzige Konstante in meinem Leben. Eine glatte Null. Aber langsam vermisse ich meine alten Konstanten. Die Anzahl der eigenen Wände zum Beispiel. Ehemals 4. Oder die Stunden, die an einem Tag verstreichen, ohne dass die Küche brennt. Das waren mal 24. Jetzt bist du unfair. Du hast doch noch viele andere Konstanten. 5 Finger, 2 Beine, 2 Eltern. Okay, jetzt bekomme ich sogar ein wenig Angst. Bernhard, sag doch auch mal was. Ich fürchte, da musst du alleine durch. Aber keine Sorge, du schaffst das schon. Stimmt. Was die hohe Kampfkunst der Versöhnungen anbetrifft, könnte ich eine komplette schwarze Gürteltierherde ausrotten. Zumindest bist du besser im Training als jeder andere, den ich kenne. Ich bringe das wieder in Ordnung und dann wirst du dich entschuldigen. Diesmal nicht, Rufus. Ich habe es satt, für dich zum Bürgermeister zu gehen. Briefkastentod 420 Light. Was ist denn aus der guten Briefkastentod 400 geworden? Ich hoffe, die haben nicht schon wieder den Schwarzpulveranteil im Innern reduziert. Ich sollte bei Gelegenheit mal persönlich nachsehen. Das Temperament hat Toni offensichtlich von der Mutter geerbt. Ich hoffe, der Rest kommt von Bernhard. Ausgenommen Ohren, Zahnstellung und die Neigung zum frühzeitigen Haarverlust. Da wäre es günstig, wenn noch eine dritte Partie im Spiel wäre. Du solltest vielleicht lieber mit Toni reden. Ich möchte mir nicht wieder vorwerfen lassen, dass ich mich mit dir gegen sie verschwöre. Ja, sie kann echt stressig sein in diesem Zustand. Das hat sie von ihrer Mutter. Was tuschelt ihr zwei denn da? Oh, nichts, Schatz. Ich habe Rufus nur darauf hingewiesen, dass ich sein Verhalten dir gegenüber nicht gutheiße. Verräter! Verzeih mir, du weißt doch, wie sie ist. Rufus, du kannst doch nicht den Hahn vom Brandbeschleunigertank abmontieren. Doch, das geht. Guck mal. Aber jetzt läuft alles ins Fundament. Oh wei, dabei klang die Idee erst so gut. Aber kein Problem. Ich krieg das wieder hin. Hast du eine Fleck? Ach, weißt du was? Lass es erstmal so. Ich bring das später in Ordnung. Du bist der Berner. Boah, ist das klebrig. Und ich habe nicht einmal Kaktusbrot dabei. Als hätte ich Lotti noch nicht genug Honig um den Bart geschmiert. Du sollst also einen Rattenmann darstellen. Hm. Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Na, wie fühlt sich das an? Albern. Erwachsen. Genau, finde ich auch. Also, benimm dich bitte auch entsprechend. Da, da,
Dann lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Natürlich. Diesen erwachsenen Rattenmann hier. Das geht nicht. Das ist ein Spiel für Erwachsene. Ich bin erwachsen. Genau. Man erkennt es am dichten Bartwuchs. Du vergisst, dass ich die ganze Zeit neben euch stand. Das ist nicht sein Bart. Was könnte männlicher sein, als einem Fremden den Bart zu klauen? Ich sage, er spielt mit. Das könnt ihr nicht über meinen Kopf hinweg entscheiden. Hast du kürzlich in den Spiegel geguckt? Um ehrlich zu sein, hängt er ein wenig hoch. Ist ja schon gut. Er darf spielen. Oh, Junge. Ich meine... Oh, Mann. Auf die Plätze, Faulobst bereit und leg!